jetzt in der 14. Minute die Frage, diese Taktik mit diesem 4-2-3-1, kann man die jetzt schon als gescheitert ansehen? Ja, klarerweise ist es so, es ist auch das eingetroffen, wir sind wo man hier jetzt einmal genau schauen muss, wie René Aufhäuser, das ist nicht attackieren, sondern das ist eigentlich nur andeuten und begleiten. Hier sieht man, der Spieler kann ganz leicht vorbeigehen. 2:0 für Serbien, diesmal durch Jovanovic. Ja, es geht ganz leicht. Hier hat man wieder gesehen, der Freistoß. Ruhig 10 Meter den Ball zu einem ganz freien Pantelić spielen und der läuft ungehindert in den Strafraum, trifft die Stange. Okay, und dann Garic kann hier nichts mehr machen, denn okay, das ist, da verfolgst du eben den Ball, der springt. 60. Minute durch Obradovic und da ist Ihnen gleich etwas aufgefallen. Ja, hier, wir schauen sich dann an, noch einmal in der Zeitlupe. Das haben wir schon aufgelöst, kein Abseit. Aber hier muss man stehen bleiben. Ja, dann hätten sie dieses Tor vielleicht verhindern können. Nämlich hier kommt ein Haken, der alles andere als ein kurzer Haken ist. Aber unsere Spieler sind noch immer, jetzt bewegt sich Schana erst. So, vielleicht jetzt. Marc Jakob. Jawohl! 60. Minute, das hat er großartig gemacht. Tolles Zuspiel auf ihn und dann. Ja, gutes Zuspiel. Sehr gut hat er das gemacht. Schön.